Hallo, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind auf der Jagd nach Major Kyle, einem Major, der sich einer Biotika-Gruppe einer Kommune angeschlossen hat und, die letzten zwei Leute, die ihn gesucht haben, sind verschwunden. Und wir teilen hoffentlich nicht das gleiche Schicksal. Aber erstmal will ich natürlich wieder alle Planeten hier im Umkreis, erforschen, bevor ich irgendwo lande, genau. Gleich landen wir wahrscheinlich auf Presop. Aber noch nicht, noch nicht. Das wurde mir von meinen Vorgesetzten so dargestellt wie ein Kult, ein gefährlicher Kult mit Waffen und all dem Kram und Biotika natürlich. Also ich muss Biotika mitnehmen und wahrscheinlich Allianz Militärmitglieder, weil Major Kyle hoffentlich immer noch im Kern ein Soldat ist und ich ihn damit irgendwie überzeugen kann. Also ich nehme an, Caden muss mitkommen. Caden ist selbst Biotika, Caden ist im Allianz Militär. Hat seine eigene tragische Hintergrundgeschichte. Und wen wir dann noch mitnehmen, weiß ich halt so genau. Aber werden wir sehen. Zuerst zum Text. Presrop ist der Mond von Presrop, Clendagon. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. In der Oberflächenschicht gibt es große Vorkommen von Schwermetallen. Die Allianz hat sich um die Mineralienschiffrechte beworben, aber die Erschließung des Mondes wird durch die Nähe zum 5-Kilo-Parsec-Ring um den galaktischen Kern herum kompliziert. Der Ring ist ein Gebiet häufiger Sternenbildungen und nur unter großen Gefahren zu bereisen. Oh ja, das Zentrum der Galaxie ist wohl sehr, sehr, sehr dicht. Weniger als ein Lichtjahr immer zwischen den Sternen. Viel weniger, wenn man wirklich zum Zentrum kommt. Die Oberfläche von Presrop ist erschreckend zerklüftet und voller unwirtlicher Gebiete, die vor langer Zeit durch eine Katastrophe verursacht worden sind. Aber dies konnte ganze Generationen illegaler Wildcat-Minenschürfer nicht davon abhalten, die reichen Mineralienvorkommen des Mondes abzubauen. Traurigerweise haben die meisten von ihnen dabei ihr Leben verloren. Okay, ziemlich großer Mond, aber auch ziemlich kalter Mond. Schauen wir mal, was die Kommune hier treibt. Dich wollte ich mitnehmen, auf jeden Fall. Vielleicht nehme ich dich mit, Ashley. Ich meine, du hast ein gewisses Tech-Talent, Caden. Wir könnten aber auch dich mitnehmen als Biotikerin. Und du bist sehr gut, was Diplomatie und so angeht. Also komm, ja, das ist das Team. Hoffentlich kann Caden Schlösser knacken. Wenn nicht, muss er es lernen. Ja? Das ist so ein wichtiger Skill. Das brauche ich einfach. Wie komme ich denn sonst an die ganzen tollen Gegenstände? Ja, wie? Das ist doch das Wichtigste in einem RPG. Anomalie, Trümmer und Biotika-Lager. Wunderbar, fahren wir in der Reihenfolge auch ab. Wunderbar. Was haben wir denn da? Okay, wir fahren hin. Wir fahren hin. Ein Fragezeichen auf der Map, was nicht markiert ist. Da muss ich hinfahren. Oh, oh, oh. Das sieht übrigens auch genial aus. Der Planet in der Sicht am Himmel. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Das müssen irre Gezeitenkräfte sein. Zum Glück gibt es hier wahrscheinlich keine flüssigen, keine Gewässer. Bei minus 73 Grad. Aber hey. Komm. Ach. So nah und doch so fern. Scheibenkleister. Okay. Versuchen wir es von hier. Hier hoch und da ist sogar so eine Art Weg. Ja, den hätte ich fahren können. Komm, komm, fall nicht runter. Ich habe übersteuert, ich weiß. Was haben wir hier gefunden? Was ist hier nicht markiert? Entdeckung! Diese Ansammlung provisorischer Manufakturhütten wirkt eher unorganisiert. Ein paar Makospuren führen über den Gebirgskamm in Richtung Südwesten. Ein Lager mit Manufaktur? Okay, zeig mir nochmal, was hast du denn als Fähigkeit? Wunderbar. Elektronik und Dechiffrierung. Caden, du bist ja wie gemacht für mich. Willst du werfen lernen? Oder Stase? Oder Wächter generell? Wächter generell vielleicht.
10% weniger Abkühlungszeit. Da gehen wir doch zuerst mal auf Heben. Heben ist doch sowieso mein Skill. Ja. Heben finde ich super. Und dann tun wir noch zwei hier unten rein. Und dann war es das für dich. Dann gehen wir zu dir hier. Ich habe immer Angst, wenn ich da unten nicht drücke, dass es dann vergisst. Aber das ist, bin vielleicht auch nur ich. So, Warp. Ja, Warp und Singularität. Wunderbar. Und anscheinend bringe ich dir dann doch Heben bei, ja? Das war mein Plan. Guck mal kurz nach, also ihr seid beide Pistoleros, ja, oder? Ihr seid beide, du hast überhaupt keinen Waffenskill und du auch nicht. Okay. Dann bin ich ja jetzt hier die Killermaschine. Oder die designierte Killermaschine. Du hast Skorpion 4 an. Wo ist denn meine alte Rüstung? Die habe ich wohl verkauft, ne? Ja. Die habe ich verkauft. Du kannst auch nichts anderes benutzen. Gut, schauen wir nach Pistolen. Oh ja, da finden wir ein Upgrade für dich. Dieses Stiletto zum Beispiel. Ja. Du hast auch eine Stiletto 5, du kriegst eine Stiletto 6. Und dann stelle ich euch beide auf Pistolen ein. Seid ihr auch? Super. Dann schauen wir uns um. Ah, cool. Als her damit. Schildmodulator Stufe 8, 7. Oh, mein Mikrofon. So, da bin ich wieder. Mal gucken, wie der Sound war. Mein Mikrofon war irgendwie völlig falsch eingestellt. Ach ja. Die Probleme, die euch nicht zu interessieren brauchen, sozusagen. Cool. Immer mehr, immer her damit. Ich mag doch provisorische Lager, die ich plündern kann. Also Südwesten, irgendetwas von Südwesten, haben die mir gesagt. Südwesten? Da. Also nach hier im Prinzip. Spuren eines Mekkos führten nach Südwesten. Oh, kann ich hier den Berg hochfahren? Das werden wir gleich wissen. Das werden wir gleich wissen. Ach ja. Wenigstens ist es kein Pferd. Ja, wenigstens ist es schon ein Auto. Und wenigstens schreit es nicht Aua, wenn es irgendwo runterfällt. Ah, cool. Oh oh. Ich schreie aber gleich Aua. Aber das würde nicht... Ich benutze keine Bremse. Flieg! Und noch mehr. Oh ja. Okay. Das ging eigentlich ganz gut. Das ging ganz gut. Ich bin zufrieden. Erforschen wir diesen Planeten. Ich bin zufrieden... Es macht Spaß. Uralte Trümmer. Okay, Proteaner-Artefakt oder wie? Und rein da. Turianische Insignien. Wunderbar. Und ist da noch etwas? Das sieht fast so aus, als wäre da noch etwas hier. Das da. Hätte ich fast nicht gesehen. Ein beschädigtes Minenfahrzeug. Die Vorderfront des Mekko ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Okay, also illegale... Oder was heißt illegale Mine? Wem gehört denn der Planet? Das stand bestimmt im Text, aber hey... Die würden mich nicht so stören. Die illegalen Miner. So, oh. Oh Gott. Ich weiß ja persönlich schon, dass es im zweiten Teil diese Mekko-Fahrten wohl so nicht mehr gibt. Zumindest habe ich das in einem Kurztest gelesen, bevor ich überhaupt dieses Spiel hier gespielt habe, dass die wohl durch irgendeinen Scannen ersetzt worden sind. Und ich weiß, glaube ich, auch warum. Es ist einfach nicht so wirklich der Höhepunkt, diese Mekko-Fahrten. So viel Spaß sie auch manchmal machen, manchmal ist es einfach nur komisch. Unfreiwillig komisch. Oh oh. Haha! Okay. Gibt mir Erfahrungspunkte. Ich brauche alle Erfahrungen, die ich bekommen kann. So, haben wir das hier alles gemacht? Hier hinten ist noch eine ganz viel unerkundet und wahrscheinlich müsste ich da sogar hinfahren.
Wenn ich nicht so fürchterlich faul wäre. Oh, was ist denn das? Und das ist, oh, das ist was anderes. Ja, weil der Planet ist reich an Mineralien, wurde mir ja gesagt. Und da finde ich bestimmt Mineralien im restlichen Teil der Karte. Aber nee, nicht wirklich. So gern ich auch Mekko fahre. Nicht wirklich, nee. Gucken wir uns lieber noch ein bisschen den Himmel an. Oh ja. Das sieht auch aus wie ein Gott der Salarianer, oder? Ja. Der Abdruck da, der Grand Canyon. In dem Planet. Oh, ich fürchte irgendwie, ja, fahren wir hier runter. Oh yeah! Das ist ein cooler, beeindruckender Auftritt von uns hier. Wir sind hier. Zuerst fahren wir aber zu den wertvollen Mineralien. Die bauen wir ab. Das ist eigentlich ziemlich frech von mir. Ich komme hierher, um Major Kyle zu besuchen, zu untersuchen, festzunehmen vielleicht sogar, oder zu töten und Stress mit ihm anzufangen. Und das Erste, was ich mache, ist, ich klaue sein Gold, was bei ihm vor der Haustür liegt. Oh oh. Ja! Aber ich brauche die Erfahrung, Major Kyle. Für die Allianz, das verstehst du doch, oder? Ja. Für die Allianz. Dann schauen wir mal. Klingeln wir und sagen Hallo. Kann ja nicht so schlimm werden. Ich speichere trotzdem mal. Ja, man kann nie genug speichern. Ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Okay, also die verteidigen ihn, weil sie ihn brauchen. Okay, Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Oh, das riecht nach Falle. Nie im Leben gehe ich dahin. Ja, das ist ein bisschen doof. Der hat die Morde mehr oder weniger zugegeben, oder was? Okay. Ich bin einfach reingegangen. Was? Jetzt ist natürlich echt die Frage, sollte ich hier reingehen? Nein, oder? Nein, ich sollte hier nicht reingehen. Wir machen doch, was sie gesagt haben. Wir gehen zum anderen Ende des Komplexes. Wo ist der andere? Nicht hier draußen, oder? Okay, ich muss doch... Oh, hier hin. Hier hin. Wobei, ich sollte das Ding vielleicht stürmen, weil das ist bestimmt eine Falle. Aber wir machen den ersten Schritt. Wir gehen auf ihn zu. Ich habe keine Angst vor niemandem, ja. Also ich schon, Shepard nicht. Hey, biotische Kultistin, schöne Waffe. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Okay. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Hey, wir sind auch alle Biotiker. Jeder von uns ist Biotiker. Wir haben sogar einen natürlichen Biotiker unter uns, was vielleicht nicht die beste Wahl war, weil da könnten sie eifersüchtig drauf sein. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Das stimmt, ja. Ich stimme euch ja zu. Okay, wo ist Vater Kyle? Die Zufluchtsstätte. Ja, da wird sich doch Vater Kyle aufhalten. Also es war schon mal keine komplett offensichtliche Falle, obwohl hier jeder bewaffnet rumläuft, ohne ersichtlichen Grund. Ich meine, so viele... Ja, ohne ersichtlichen Grund. Dabei gehen wir zuerst mal nach... Lass mich kurz überlegen. Nach da, ja. Da, wo nicht das Kreuz ist, ja. Hi! Warum ist es hier eine Barrikade? Biotiker können sich hier sicher fühlen. Naja. Seid ihr mir böse, wenn ich hier den Kram aufhebe? Okay. Ich mag eure Kommune. Ihr seid sehr freundlich zu Besuchern.
Die können ja einfach alles einstecken. Finde ich gut. Machen wir auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg muss ich nochmal drauf achten, ob da draußen nicht noch mehr Sachen zum Einsammeln sind. Oh oh. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Na, du klingst ganz schön entspannt. Das ist gut. Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Okay. Okay. Du bist ein Psychopath. Ja, mit der... Vielleicht nicht unbedingt, nein, aber... Die Art, wie er drüber redet, lässt... Nee. Die Allianz schickt mich, um Sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen, aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Du hast gerade zugegeben, dass du zwei meiner und auch deiner Allianz-Kameraden umgebracht hast. Du kannst... Da gibt's kein Zurück jetzt gerade mehr. Sorry. Und das ist auch eine gute Antwortmöglichkeit. Wie willst du ihnen wirklich helfen? Ihr müsstet jetzt, selbst wenn ihr mich tötet, dann müsstet ihr wegrennen. Von diesem Planeten wegrennen. Und werdet überall gejagt, weil ihr habt die einzige Hoffnung der Galaxie auf dem Gewissen. Sie haben ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Okay, auf geht's. Kommen Sie mit mir, Major. Es ist vorbei. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ihn gehen lassen. Und normalerweise kann man auch mit Leuten, die einen festnehmen, nicht so argumentieren. Du wirst festgenommen. Und das ist es dann. Weißt du was? Ich komm dich holen, wenn du nicht da bist. Du hast kein Raumschiff. Ich komm dich holen. Ich werde ihnen vertrauen. Wenn sie das Vertrauen missbrauchen, müssen sie und all ihre Kinder darunter leiden. Ich werde sie nicht verraten, Commander. Danke. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Okay. Sie sollten jetzt zur Normandy zurückkehren. Ja, hi! Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Da sagt Vater Kyle aber was anderes. Wir können der Allianz nicht trauen. Na, das ist schon mal eine gute Einstellung. In der Regel, ja. Man sollte den Leuten nie trauen. Vor allem nicht denen, die Macht haben. So, dann... Gehen wir zurück zum Schiff und hoffen, dass es sich ergeben hat. Und falls er das nicht tut, dann hoffe ich, dass ich der bin, der ihn holen muss. Weil, ja, ich könnte dafür Ärger bekommen. Wenn er jetzt ein Schiff hätte und fliehen würde, dann wäre die Stunde, die ich ihm gegeben habe, die das möglich gemacht hat, ja, da wäre ich schuld dran. Aber es bringt nichts, sich hier rauszuschießen und alle umzubringen. Dann kann ich ihn auch direkt erschießen. Also gehen wir jetzt hier wir gehen hin. Wir machen das, wir gehen. Zurück zur Normandy und dann schauen wir uns an, was passiert ist.
Vielleicht kriegen wir ja einen Funkspruch. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Oh, danke. Habe ich doch gern gemacht. Was haben wir denn noch hier in diesem gottverlassenen System? Oder nichts. Okay, dann machen wir nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.